Hallo Leute, willkommen zurück. Heute gibt es einen kleinen Special-Vlog, denn ich habe ein Paketchen bekommen. Und ich kann euch mal kurz was zeigen. Ja, tatsächlich habe ich bei einem Glückskind-Gewinnspiel mitgemacht. Und heute kam mein Gewinn an. Ich wurde per Nachricht quasi benachrichtigt und habe... Steht da irgendwas Wichtiges, was ihr nicht sehen dürft? Nö. Und habe quasi einen Gutschein bekommen. Und zwar war das Pampers Pure Gewinnspiel, wo man halt kommentieren musste unter dem Instagram-Post. Und quasi habe ich jetzt einen Gutschein bekommen. Also gewinnen konnte man 50 Euro, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt 2x25 sind. Sieht so aus. Weil es sind halt zwei so eine süßen kleinen Kettchen. So niedlich. Also ich persönlich bin halt kein Pampers-Fan, aber es ging auch nicht darum, Pampers zu unterstützen, sondern man sollte halt die Motive sagen, was man süß findet. Ja, kauf halt keine Pampers, wir kaufen von DM die Hausmarke quasi, also die Öko-Windeln, die halt nichts Böses drin haben und haben jetzt zwei Kärtchen bekommen. Woo! Und außerdem, das war ja noch nicht alles, da gab es noch was anderes. Ich hab nämlich gedacht, so Gott, das Paket ist so groß, also ich kann euch das mal zeigen. Moment. Tada! Da ist das große Paket und da ist nämlich noch was drin. Wie ihr sehen könnt, steht natürlich jetzt überall Pampers drauf, aber ne, Bausteine quasi, Spielzeug für Gio. So ein Bausteinchen aus Tieren für Kinder. Bin mal gespannt. Ich gucke mir das gleich mal an. Ja, das ist auf jeden Fall nicht mein erstes Gewinnspiel quasi, was ich gewinne. Da ist mein Mann immer sehr, kann man sagen, neidisch, eifersüchtig. Ach, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich damals schon eine witzige Story bei einem Durex-Gewinnspiel mitgemacht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, dass Durex diese Sommergewinnspiele macht, wo man halt quasi ein Produkt kauft, den Kassenbon aufhebt und wenn man halt gewinnt, muss man halt diesen Kassenbon einschicken. Und da konnte man, glaube ich, 2000 Euro gewinnen. Das ist mir damals tatsächlich passiert. Also, falls ihr dabei mitmachen wollt, ja, dieses 2000 Euro Sommerurlaubsgeld-Gewinnspiel ist tatsächlich legitim. Und dann ganz damals mein allererstes Gewinnspiel, das kann ich euch jetzt auch mal zeigen, pass auf. Beste Gewinnspiel aller Zeiten tatsächlich. Wo ist sie denn? Ach, die habe ich abgewaschen mit der Hand. Und zwar gab ich damals als allererstes diese Tasse gewonnen. Die coole Jimmy Blue Weihnachtstasse quasi. Also es war so Weihnachts-Adventskalender-Gewinnspiel-Gedöns. Und da gab es drei Tassen zu gewinnen und ich habe eine Tasse gewonnen. Das waren so, glaube ich, die beiden witzigsten Geschichten. Einmal halt dieses extrem coole Durex-Sommer-Gewinnspiel, wo ich dann den Kassenbon verloren habe und dann erstmal gucken musste, dass ich einen Kassenbon von dieser Zeit finde. Ja, damit ich diese 2000 Euro auch kriegen kann. Und das war tatsächlich legitim. Also ich habe tatsächlich auch das Geld bekommen. Die Tasse habe ich halt auch gewonnen und die kam halt auch zugeschickt. Und jetzt das DM-Gewinnspiel, das war halt auch legitim. Voll cool. Gucke ich mir dann mit Gio nachher zusammen an, wenn ich ihn von der Tagesmutter abgeholt habe. Und dann zeige ich euch mal, wie er damit spielt. Gucken wir mal, ob ihm das gefällt. Und dann sehen wir uns später, wenn Gio damit spielt. Hey Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt Gio abgeholt. Und wir sind hier. Hallo. Ja. Wir sind jetzt zu Hause. Und wir wollen uns jetzt natürlich das hier mal angucken. Jetzt geht es daran, mit Gio, der hier gerade hinter mir mit seinem Dreirad spielt, sein Geschenk auszupacken. Ich packe die natürlich gleich wieder weg, die Schere. Denn mit Scheren muss man ja mal aufpassen bei kleinen Kindern. Die spielt ja gerne mit allem. Magst du bei deinem Bruder aufpassen, dass du ihn nicht aus Versehen weglaust? Oh, sagt er auch. Ja, guck mal. Also wir haben hier zum Beispiel so einzelne Bausteine. Das hier. Fokus. Funktioniert sehr gut. Ist eine Kuh. Oder ein Löwe. Hier haben wir auch einen Löwen. Voll süß. Was gehört denn dazu? Ja. Ein Stein. Nee, das sieht nicht richtig aus. Sieht das richtig aus? Ich glaube, das sieht nicht richtig aus. Hier ist einmal so ein Körper, quasi. So, kann ich das irgendwie halten? Ja, so. Und das liegt da drauf. Sieht das richtig aus? Ich finde, das sieht so nicht wirklich...
richtig aus, habe ich das Gefühl. Ah ja, gibst du mir hier alle Steine einzeln? Das ist aber lieb von dir. Sieht aus, als würde es eine Schildkröte werden oder sowas. Ach, das ist ein Krokodilskopf. Moment, wo ist denn der Rest von dem Krokodil? Ah, I see. Hier ist zum Beispiel noch ein Krokodil. Glaube ich, dass das so soll. Hier ist noch ein Affe. Schreit einfach ins Mikrofon. Ja, Gio spielt jetzt ein bisschen damit. Hoffe ich mal. Er spielt jetzt hauptsächlich erstmal mit der Verpackung. Hier ist auch unser kleiner Mann gerade wach geworden. Sag mal hallo, Gio. Er hat jetzt ein bisschen Hunger, das heißt, ich werde jetzt den Kleinen stillen, mit dem Großen dann ein bisschen spielen. Und dann gucken wir mal. Otto, was dieser Tag noch so bringt. Ah ja, die Beschreibung. Ja, das ist Werbung für anderen Stuff, ne? Praktisch. Hier ist euer Gewinn. Guckt mal, was wir noch so haben. Naja, habt ihr auch schon mal was gewonnen? Falls ja, schreibt mal in die Kommentare was. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich... macht ihr hier einen Krach? Dass ich schon mal andere Sachen auch gewonnen habe. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr schon so... gewonnen habt. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und vergesst nicht zu abonnieren und das Glöckchen zu aktivieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr die weiteren Videos natürlich auch gucken wollt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!